Wer ist der Charmantere von euch? Wer bucht Hotels und Flieger? Ja, beide, deswegen ist es schwer, boah, aber ich buche ja auch gerne. Ja, das ist wurscht. Wer von euch braucht mehr Schlaf? Brauchen. Wer packt mehr Gewand ein? Wer von euch zieht sich besser an? Die Kleider. Wer hat früher angefangen, Beachvolleyball zu spielen? Beachvolleyball? Ich habe mit 10 schon ein Turnier gespielt. Beachvolleyball? Ja. Hat mir den auch? Hat dann, genau dann nicht gewusst. Ich ja, okay. Ich habe doch nicht alles erzählt. Wer braucht länger im Bad? Wer verbringt mehr Zeit am Handy? Na, das stimmt nicht. Doch, doch. Nein. Als Boomer kennt man das Handy gar nicht so gut wie du. Deswegen brauchst du länger. Wer ist die bessere Tänzerin? So schlecht wie ich bin, das gibt's nicht. Ich glaube schon. Okay, das müssen wir herausfinden. Wer darf sich die Bettseite aussuchen? Eindeutig. Kathi, die schlechte Schläferin. Wer von euch stellt den Wecker? Nein! Nach Absprache würde ich sagen. Wahrscheinlich beide. Ja, eben. Wer hat mehr Fotos von sich selber? Nein, du hallo! Fix. Wovon? Von dir. Nein. Wer wird zu mehr Selfies aufgefordert? Super, be real. Ja, schau es auch! Aber ich benütze es nicht! Franzi, das geht so nicht. Reiß dich zusammen. Wer isst mehr Pasta? Wer ist nervöser vor einem Match? Also, wir haben jetzt noch nicht so viel gemeinsam erlebt, aber in Hamburg war ich schon sehr. Ein Nervöserl, würde ich sagen. Aber ich glaube, es hängt jetzt eher auch mit der neuen Situation zusammen, dass Philipp Franz vielleicht das gerade alles noch ein bisschen ungewohnt ist mit meinem Umfeld oder auch mit mir. Und ich glaube, das wird sich dann legen. Deswegen nervöser vielleicht beim nächsten Turnier noch, aber ich glaube, dann wird es schon. Aber ich glaube, die Kathi kann mich da gut runterholen. Ja. Wer ist der bessere Autofahrer? Ja, na Franz, ich bitte dich. Du mich noch nie fahren. Wie lange hast du einen Führerschein? Lang genug. Ja, wir werden schon sehen, Donnerstag. Du weißt, bei wem ich Autofahren gelernt habe.